Hallo und herzlich willkommen zurück bei Myst Survival. Auf Minentour. Wir brauchen Metall. Und zwar in rauen Mengen, wenn es geht. Machen wir da ein Lämpchen an. Ein, zwei Runden habe ich schon gedreht. Ich gehe mal rein in die Mine. Mach einen kompletten Durchgang bis zu dem Raum hinten, der leider noch verschlossen ist. Wo es halt in den richtigen Teil der Mine reingeht. Mit der Metalltür. Ah, Metall. Sehr gut. Das zeige ich euch gleich. Wir klopfen erstmal alles ab, was geht. Ich sollte jetzt sogar schon genug da sein, um den Vorschlaghammer zu bauen. Ne? So ein paar Sachen habe ich jetzt. 16, 22, ich glaube 20 hätte ich noch gebraucht. Macht aber nichts, wir machen die Runde jetzt ruhig nochmal durch. Wir brauchen ja noch ein paar Metal Ingots für die, die Loading Bench. Ist da auch nochmal Metall hier. Immer her damit. Oh, was übersehen? Nee. Okay, ich nehme immer alles mit. Wer weiß, wofür das später nochmal gebrauchen können. Könntest. Also wenn wir mal Munition machen müssen, da ist erstmal schon eine ganze Menge Zeug da. Obwohl es hier nur den vorderen Teil der Mine gibt, der bis jetzt zugänglich ist. Aber dafür ist hier der Spawn noch ein bisschen erhöht. So viel Blocks gab es hier sonst nicht. Zum Abbauen. So. Da sind schon wieder zwei übereinander. Aber ich vermute mal, ja, natürlich ist es wieder Gold. Ja, okay. So. Oh, lauf mal nicht so viel. Jetzt zu Surf the Stamina. Gut, wir gehen also einmal durch bis hinten in den Raum, bauen alles ab, speichern, gehen aus dem Spiel raus, laden, schon sind alle wieder da. Ah, Mist, nur Kupfer. Oh, aua. Haben wir direkt so einen Splitter ins Gesicht geflogen. Wenn du so einen Klumpen Erz erstmal im Auge hast. Zielst du mit dem Bogen wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Boah, so, Kupfer haben wir kein Problem mehr. Ich glaube. Ja. Nach der Runde ist auch erstmal genug gemint. Um es euch nochmal eben einmal zu zeigen. Ich gehe da meistens hier hinten rein. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss. Einmal gesaved. Aber ihr wisst es. Stand schon ziemlich häufig in den Kommentaren. Raus ins Menü. Und einfach wieder rein. Schon sollten die Erzbrocken wieder nachgespawnt sein. Vielleicht ist noch jemand dabei, der es noch nicht weiß. Sonst, wenn du jetzt wartest, dass es so respawnt, kommst du hier aus der Mine erstmal eine Woche lang gar nicht raus. So, mal schauen, ob das hingehauen hat. Jo, da ist schon wieder. Willst du das Kupfer jetzt noch mitnehmen? Ich hätte ja gehofft, dass jetzt noch ein Metallbröckchen hier vielleicht rumliegt. Manchmal sind ja auch welche ineinander. Hier jetzt erstmal nicht. Da bin ich auch voll. Großartig. Müssen wir gleich mal was ans Auto bringen. Oder wir lassen zur Not auch mal was hier.
Ja, Metall nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ah, den letzten kann ich wieder nicht. Stopp den Rest schon mal klein. Solange wir noch ein bisschen Stamina haben. Bisschen was kannst du ja auch noch auf die Stacks draufpacken, die noch angefangen sind. So. Dann mal gucken, das Gold würde ich jetzt tatsächlich mal hier liegen lassen. Willst du Sylpho noch mitnehmen? Ist ja eine ganze Menge, ne? Komm, wir bringen es mal kurz ins Auto. Schade. Kein weiteres Metall mehr da. Gut, dann habe ich natürlich auch schon wieder was vergessen. In der letzten Folge, wo wir in der kleinen Minenstadt hier waren. So, da müssen wir dann nochmal hin und mal schauen, dass wir das Zeug noch looten. So, hier noch ein bisschen Kupfer, in der anderen Kiste auch noch Platz. Wagenheber habe ich mir übrigens schon gebaut, aber jetzt sind die Metal Scraps echt mal komplett am Ende. Lass mal das gute Metall noch hier. So. Klappe wieder zu. Und dann gehen wir nochmal kurz rein, nehmen den Rest mit. Und dann nochmal hoch in die Stadt. Da soll noch eine Rucksackerweiterung liegen, auf jeden Fall. Die ich ja mal wieder nicht gesehen habe. Wenn schon, denn schon, ne? Das machen wir jetzt auch nochmal einmal fertig. So schnell werde ich dann hoffentlich erstmal nicht mehr in die Mine müssen. Ja, da hat sich mit der Stamina eigentlich schon erledigt. Dann würde ich sagen, wir machen mal ein kleines Frühstück. So. In die Stadt und bauen uns mal den Hammer. Dass ich nicht meine ganze Stamina verbrauche. Ich würde vielleicht schnell sogar zu Fuß da hochrennen. Ein bisschen Platz brauche ich ja auch noch. Hier mein ganzes Inventar schon voll ist. Aber so eine Rucksackerweiterung, ne, die nehmen wir lieber erstmal nochmal mit. Gucken, ob ein paar Banditen da sind. Den Bogen sollte ich hoffentlich dabei haben und Pfeile. Dann könnten wir uns sogar mit denen schon mal ein bisschen anlegen. Warte mal. Renn mal nicht so. Sehr gut, haben wir leer gemacht. Genug Metal Ingots, Gott sei Dank, zusammen. Schon ein bisschen Farmerei. Ne, hier ist alles voll. Scheiße. Ja gut, dann muss das reichen. Wir haben ja schon gelootet. So ganz viel wird er jetzt hoffentlich nie mehr sein. Dann, Marsch, Marsch. Ist kein Bär, das wäre natürlich blöd. Wo hast du den Bogen? Auf der 2. Zieh den mal lieber schon mal. Ich sehe erstmal keinen Bären, Gott sei Dank. Oh nein, ist gar nicht hoch. Ja.
Ach Leute, ernsthaft? Okay, aus der Todesfalle hier kommst du nicht raus. Bescheuert. So, kommen wir hier oben durch den Wald auch gleich dahin? Das war doch gleich hier links hoch, ne? Quasi. Machen wir ein bisschen langsam, nicht dass hier gleich... Ja, kommst du vielleicht von hier auch hin. Guck mal lieber, dass hier aber keiner rumrennt. Gut ist auch, dass du die Taschenlampe noch anhast. Das ist wirklich wichtig. Im Augenblick sehe ich noch keinen. Oh, da vorne, ich sehe sie jetzt schon. Ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Die Rucksackerweiterung, da steht sie auf dem Steg. Nee, nee, nee. Ah, sehr gut. Wird eigentlich nur noch ein Platz. Welche merkwürdigen Geräusche, die ich hier gerade höre. Eine Angst habe ich ja hier. Mal vorsichtig hier runter. Das hier war das Haus, wo die Zombies drin waren, ne? Bandidos in Sicht. Nehmt euch in Acht. Ein Bogen. Jetzt kannst du Taschenlampe, machst du mal aus. Hier ist erstmal keiner. Hier war das Haus, wo ich, glaube ich, die Axt habe liegen lassen, ne? Ist das richtig? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier wohnte keiner drin. Nee, das war das nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Da war der erste Bandit. Der hat mich schon fast wieder aufs Korn genommen, mir der Gute. Muss ja jetzt auch nicht sein. Hier in großen Bogen und drumherum. Schleichen wir uns mal hier durch den Wald. Welches war denn das Haus, in dem ich drin war? War das das hier?
hier Zombies drin? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich hab's vergessen. Allerdings, vor mir die Zombies, rechts die Banditen. Das finde ich jetzt auch nicht so geil. Okay, fangen wir mal vorne an. Die Jungs, die sollte ich ja eigentlich jetzt ganz gut, ne? Seid ihr da oder seid ihr weg? Den treffe ich schon mal nicht. Was ist mit dir los? Verstehst du? Oh, da zieht er sich glatt wieder rein. Kommst du nochmal? Habe ich jetzt echt an dem vorbeigeschossen? Mann, nur Meter. Seid ihr zu zweit, oder? Ne, ich höre da noch. Ich höre da noch einen. Ja, der chillt immer noch hier rum. Aber irgendwie treffe ich den nicht. Keine Ahnung warum. Ah. Okay. Wir hören, tue ich nichts mehr. Nehmen wir erstmal meine Pfeile wieder, bitte. Oh, hier habe ich sogar noch meine Speere, die ich hier vorbei gedonnert habe. Die muss ich aber zur Not hier lassen, wenn ich jetzt hier noch Loot finde. Müsli-Riegel. Dann, zwei Tücher. Danke. Ja, es lohnt sich ja mal ganz gut. Ich glaube, die Speere musst du da lassen. Das wird nix. Wohnt hier oben noch jemand? Das fühlt mich mal mit dem Lockpick auf, hier mit dem Dietrich. Revolver-Ammo. Nochmal ein Colt. Ja, das kann nicht schaden. Lag hier nicht eben was? Wohl geträumt. Okay, kein Nachtschränkchen mehr. Dann haben wir das durch. Noch eine Komponente. Ich denke mal, das Haus kriegen wir noch leer. Zur Not lasse ich ein paar Speere hier. Wäre jetzt auch nicht so wild. Da kann ich nicht so gut mit umgehen. Oh. Ach, schade. Nix, kommst du auch nicht an die Schubladen dran. Okay, ich aha. Oh, der Koffer, der kommt mir ja eigentlich gerade mal ganz gelegen. Den könntest du eigentlich gleich mitnehmen. Würde ich sagen, es wird gar nicht so einfach, oder Ding hier rauszuzergeln. So.
Stellst du hier schon mal vor die Tür. So. Hier waren noch irgendwo Pfeile, ne? Ui. Du könntest sie übrigens auch nochmal laden in deinen Köcher. Ja, das war's leider, ne? Mehr ist hier nicht. Kommst du nicht raus? Dann ist klar, die Schränke haben wir. Ich denke, ich hab's. Für das Haus. Hm. Naja. So, lad mal kurz die Pfeile nach. Ach, Quark. Oh, 4 Stück haben wir schon wieder durchgebracht. Das ist ja... ist ja nicht so üppig. Sind noch welche übersehen, die ich ja wieder irgendwo hingedonnert habe? Draußen vielleicht, ne? Ich glaube, hier sind keine mehr drin. Nö. Oh. Schon ist er weggespawnt. Okay. Was denn hier? Hm. Sieht irgendwie aus, als schweben da ein paar Glasscheiben. Gut. Koffer. Lässt er mal hier schon mal stehen. Wird nochmal 2, 3 Teile reinpacken. Colt brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, willst du ein Hemd? Nee. Und das Salz, das lassen wir mal hier. Lege ich mich jetzt noch mit den Banditen an oder crafte ich mir erstmal Hammer und so ein Zeug? Na, ich würde ja, glaube ich, hier nochmal ganz gerne gucken. Obwohl, so viel tragen kann ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich bin voll neugierig hier auf das Haus. Kannst ja schon mal gucken, ob hier... hier irgendwas siehst von draußen, aber irgendwie nicht. Sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, auch von der Einrichtung her. Gibt's auch nur den einen Eingang, ne? Spinte? Habe ich da Spinte gesehen? Vertäuscht es. Gott, hier knurrt's schon. Mal guck kurz rein. Pool sieht's hier drin aus. Zombies sind da links. Hilfe. Oh nein, 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 nein. Okay, jetzt hast du aufgescheucht, die Jungs. Irgendwie haben die mich wohl gerochen. Pass mal auf, dass sich hier kein Bandit von rechts wegholzt. Okay, ich mache mich nochmal leer. Das macht ja so wenig Sinn, wenn ich eh kaum noch Loot mitnehmen kann. Bauen wir mal den Hammer, weil hier kannst du auch 10.000 Autos abbauen. Kommen wir nochmal wieder. Ja, würde ich sagen, so ist der Plan. Dass wir das vielleicht in der Folge sogar noch reinkriegen. Könnte aber schon knapp werden. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wegscrollen soll ich, ne? Dass ich mehr sehe. Schöner Waldspaziergang. Hier hast du geguckt, ne? Hier ist nichts weiter. Ne, ich glaube, das passt. Schnell zurück zum Pickup.
Ist auch zu, alles klar. Dann schmeiß den Koffer drauf und wir stürzen nach Hause. Dann Banditen werden dann leider erst in der nächsten Runde was. Ne, warte mal. So. Nicht, dass wir ihn gleich verloren haben. Das wäre auch ein bisschen blöde. So, dann kommen wir bitte heile hier runter. Schön langsam, hetzt sich keiner. So fährst die Karre nicht zu Brei. Komme ich hier durch? Genau der richtige Zeitpunkt, hier jetzt neue Wege auszuprobieren. Bleib mal lieber hier. Schon irgendwo durch. Jo, an der Scheune müssen wir dann auch nochmal anhalten. Da sind ja auch noch ein paar Zombies drin und Loot. Eine ganze Menge sogar. Hey, 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 wir haben noch so einiges auf der Liste, aber ich, wie gesagt, halte mich jetzt erstmal an den Plan, bevor du wieder von einem ins andere kommst. Das, was du machen wolltest, machst du nicht. So, jetzt machen wir nach Hause. Ich würde ja eigentlich auch gerne nochmal einen Motor finden. Ich habe noch einen Ersatzmotor mit irgendwie 14% oder so. Das ist nicht besonders beruhigend. Mr. Bär, bist du gerade nicht da oder was? Sonst läuft er mir doch immer hinterher hier. Und jagt mein Pickup. Oh, oh, das war knapp. Leute, Leute. Erstmal vorne bis zum Lenkrad den Laternenfalter im Auto stecken habe, dann fahre ich hier nirgends mehr hin. So. Jetzt mal hier bitte scharf links. Wären wir da. Sehr gut. Oh, dringend mal nach unserem Tomatenpflänzchen schauen hier. Hier der Motor noch 8,2 und eine 3,5er Zündkerze. Das ist eigentlich eher Totalschaden schon fast. Ist hier noch was Wichtiges mitzunehmen? Ja, das Metall auf jeden Fall, das schmeißen. Schmelzen wir gleich noch durch. Hier hast du keins mehr drin, ne? Okay. Bleib mal rein in die Schmelze. Dass das hier mal vorwärts geht. Ich hoffe, ich habe genug jetzt dabei. Ja, das reicht ja schon. Hervorragend. So, hier in die Kisten packst du mal die Reste schon mal rein. Hast du nochmal zwei. Weiß nicht, ob ich das Gold gleich woanders lagere. Eieiei, also Kupfer ist ja hier... ist überhaupt kein Problem. Erstmal schmeiße ich es hier rein, aber solange es hier noch keine Verwendung für gibt, können wir es auch irgendwo erstmal in die Ecke schmeißen. Nimmt ja sonst nur Platz weg. Hier, wo ich das Zeug sonst brauche zum Verarbeiten. Das heißt jetzt hier noch eins. Das lagern wir eh woanders. Das können wir dann auch mal durch. Durch einen Mörser jagen. So. Hast nochmal ein Köfferchen für schlechte Zeiten.
Den Server mal ausräumen, müssen wir dann eh wegsortieren. So. Ah, sehr gut, bisschen Salz gefunden. Wir müssen auch gleich mal wieder auf den Bären gehen. Bleibt uns nichts anderes übrig, wir brauchen das Fleisch. Oh, gar kein Zink diesmal bekommen, fällt mir gerade auf. Die Kiste ist voll, komm, ist 2 Gold, die kannst du schon mal woanders hinschmeißen. So, haben wir alles drin, was wir verarbeiten müssen. So, auf, Köfferchen nimmst du mit rein. Kurz mal nach der Pflanze schauen. Nehmen wir mal an, das das wird nicht besonders großartig werden hier, unser Tomatenpflänzchen. Sieht jetzt irgendwie immer noch ein bisschen traurig aus. Oder ist da... Warte mal, hä? Seht ihr da was? Ist da so ein kleiner... Sprießt da ein bisschen was? Ich habe halt keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht habe, ne? Ich weiß nicht, ob der Topf ausreicht. Dann haben wir unsicheres Wasser genommen. Und erstmal 15 Liter draufgekippt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das was werden kann. Sonst müssen wir die nächsten Mal nach draußen pflanzen. Schade nur, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt einen Tomatensamen gefunden, der war nach dem Einpflanzen weg. Das ist nicht gerade viel. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen mehr zu finden. Oder wenn man das aberntet, bekommt man noch ein paar Samen zurück. Das wäre natürlich das Optimum. So, dann erstmal hier ein bisschen Munition wegsortieren. Mittlerweile ist da schon ganz gut was zusammengekommen. Ist noch ein Colt, aber du hast schon wieder keinen Platz mehr. Ach, da war noch was. So. Nee, Kiste ist voll. Komm, die Speere, die schmeißt du woanders rein. Immer Platz für Waffen hast. Jo. Alles klar. Warte mal, wo habe ich denn das Öl gelassen? Hier? Tieren wir mal schnell ein bisschen was zusammen weg. Salz. Na, 7 Stück ist jetzt auch nicht die Welt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Tücher. Medis. Da gleich mal ein bisschen Überblick, was wir schon so alles zusammengekramt haben. Butter haben wir jetzt gar nichts gefunden, ne? Sieht's denn aus? Geht noch. So, hier ist auch schon voll. Das heißt, wir müssten eigentlich auch mal was wegmörsern. Dass wir hier Platz kriegen. So, ja genau. In der letzten Folge ist ja auch ein Zombie ins Haus rein. Ne? Die können jetzt tatsächlich hier durch die Tür latschen. Also muss ich noch einen Hühnerzaun davor bauen, nehme ich an. Werde ich auch mal in Angriff nehmen. Aber unsere Liste ist noch ewig lang. Wir müssen uns eigentlich auch mal um Bobby kümmern. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört, den Gutsten. Das heißt, Bobby... Nicht, dass sie die Grätsche gemacht hat. Nee, du sitzt noch brav da, ne? Aber Eier legen tust du wahrscheinlich wie gehabt, nur wenn du noch einen Kumpel hast. Ja. Da kümmern wir uns drum. Aber ein bisschen hält er bestimmt noch durch. So, was brauche ich denn jetzt für den Hammer hier? 4 normale Ingots. 10 Bretter. Alles klar. Machen wir die mal schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch welche rumliegen habe, aber... Dann machen wir 12. Mit der Sägemaschine ist ja ruckzuck, ne? Lange raspelt so ein Stamm. Oh. Dann machen wir nur noch 2.
Scheiße, ich kann den noch gar nicht bauen. Ich glaube, mir fehlt das Metall dafür. Das normale. Oder ist hier noch was zum Schmelzen drin? Ja, da stellt sich mir die Frage, kann ich denn eigentlich auch... Ist hier schon irgendwas fertig? Ja. Ich kann tatsächlich Komponenten einschmelzen für Metall, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ja, eigentlich... Würde das ja erstmal reichen, geht schneller. Dann können wir tatsächlich noch unseren Hammer bauen. Ich habe jetzt gedacht, das geht nur mit Metal Scraps. Aber cool zu wissen. Da muss ich dringend mal aufräumen. Aber das Hämmerchen. Das hätte ich jetzt schon noch mal ganz gerne. Holzschild, brauchst du nur noch ein paar Nägel für. Korn haben wir noch nicht. So ein Mörser. Ah ne, den baue ich hier in der... Ja, Mörser müssten wir uns dann auch nochmal herstellen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht gemacht. Dann sind wir eigentlich soweit durch. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir den Zeit totschlagen. Achso, ich war ja eben drin. Ja, 20 Minuten dauert es tatsächlich noch. Dann. Wow, wir sind schon echt lange dabei. Ich räume noch mal ein bisschen meinen Kram weg. Keine Ahnung, ich glaube, die Speere haue ich draußen in den Koffer. Ich glaube nicht, dass ich die noch allzu oft benutzen werde. Nee, hier. Da passen gar nicht alle rein, wa? So. Na gut, da gibt es heute mal eine extra lange Bonusfolge. Ich könnte mir auch nochmal hier den Cooking Pot mal anzeichnen. Muss die Kiste wegnehmen, ne? Hier ist der, ne? Nein. Drying Rack. Cooking Pot. Kann die Kiste da stehen bleiben? Ja, komm. Brauche ich denn dafür? Zwei Lashings, paar Sticks und zwei Metal Scraps. Die habe ich gerade noch. Yay! Lashings? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch welche? Ja, zwei. Und den Rest habe ich vergessen. Ah, fünf Sticks. Sticks. Hier schon mal nicht. War der gleiche Schrank. Drei, muss hier noch zwei Sticks machen. Schnitzen wir uns schnell den Cooking Pot. Hervorragend. Dann kann es auch auf Bärenjagd gehen. Komme ich jetzt hier noch überall dran? Warte mal. Nein. Oh oh. Ich hätte es lassen sollen. Ich glaube, ich hätte es lassen sollen. Oh nein. Das nächste Kistenproblem. Ich sehe mein erst noch ein Stück nach rechts versetzt. Ja. Okay, ich finde, die steht super da. Wir kommen beides dran. Ich lasse es erstmal so. Oh, komm her. 40 Minuten haben wir voll. Jetzt sollten wir aber echt mal zusehen, dass wir das Ding gebaut kriegen. Ist fertig, Gott sei Dank. Das war ja Folgenziel, ne? Das müssen wir schon noch
mitnehmen. Mir fehlen zwei. Neun. So, ganz ruhig jetzt hier, nicht noch Scheiße bauen. So, der Hammer. Dauert anderthalb Stunden. Bitte kein Mist unbedingt. Ist finster. Okay. Wir haben es geschafft. Können wir nächste Runde mal ganz akkurat Autos verprügeln. Ich muss mal eine Liste machen, was wir jetzt zuerst erledigen und was nicht. Auf jeden Fall haben wir mehr als genug zu tun. Und ich freue mich drauf. So, dann ihr lasst mir einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Miss Survival. Mal schauen. Vielleicht schon mal bei den Banditen. Nochmal in der Stadt. In der Stadt und bei den Banditen. Oder beim Zombies verprügeln. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.